30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Liebe Zuschauer, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zur 5. Folge des YouTube Predator Cup 2020 und zur 1. Folge der Gruppe B. Nachdem wir in den letzten 4 Folgen die ersten 2 Viertelfinalteilnehmer gesucht und gefunden haben, geht es in den kommenden 4 Episoden darum, 2 Gegner für Tobias Eckwahl und Frédéric Julien zu ermitteln. Daniel Andriani geht als Vertreter des YouTube-Kanals von hechtundbarsch.de an den Start. Der Wahlberliner aus Simbabwe kam 2018 ins Halbfinale gegen Tobias Eckwahl und schied 2019 im Viertelfinale gegen Dustin Schöne aus. Auch Herbert Ziereis, der den bayerischen Schuhhersteller Hikes beim YouTube Predator Cup 2020 vertritt, musste sich ebenfalls schon mal Tobias Eckwahl geschlagen geben. Der Profiliga-Gewinner vom Tegernsee erreichte 2019 das Finale und ist damit amtierender YPC-Vizemeister. WPC und Lure Masters-Gewinner und Westin-Aushängeschild Enrico Di Ventura konnte bei seinen bisherigen YPC-Teilnahmen zwar stets schöne und auch viele Fische fangen, schied aber beide Male in knappen Matches bereits in der ersten Runde aus. Der Mindener mit italienischen Wurzeln musste sich 2018 Johannes Höfner und 2019 Herbert Ziereis geschlagen geben. Julien Tronc gehört zu Frankreichs größten Angel-YouTubern und teilt seine Passion regelmäßig mit über 40.000 Abonnenten auf seinem Kanal Julot Fish and Fun. Er kennt weder die Turniergewässer gut, noch hat er viel Erfahrung mit Angelwettbewerben. Wir sind gespannt, wie er sich bei seiner YPC-Premiere schlägt. Denn ein versierter und leidenschaftlicher Angler ist er allemal. Salah El Babouchi, unter anderem Weltmeister und WPC-Gewinner im Kajakangeln, kommt gebürtig aus Marokko und lebt seit fast 20 Jahren in Westdeutschland. Beim YouTube Predator Cup angelt er für Spro und ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Jasmin Spingel-Petersen vertritt die Marke Iron Claw beim YPC 20. Sie kommt ursprünglich aus dem Norden Deutschlands, lebt aber mittlerweile an der Grenze zu den Niederlanden und hat viel und scheinbar auch durchaus erfolgreich an den Turniergewässern trainiert. Mal sehen, wie ihr Turnierdebüt verläuft. Erstmals geht es im YouTube Predator Cup nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um einen richtig wertvollen Sachpreis. Die Firma Rheinlandboote schenkt dem Gewinner des Turniers ein Pike Hunter 440. Dieses 4,35 Meter lange und 1,90 Meter breite, selbstlenzende Angelboot, das in Deutschland konstruiert wurde, besteht zu 100% aus Aluminium. Alle Nähte sind geschweißt. Ausgestattet ist der Pike Hunter mit einem Garmin Striker Plus 9 SV Echolot, einem Mercury F25 Verbrennungsmotor und kommt auf einem Pega Euroliner SH750 Bootstrainer. Wir bedanken uns bei den genannten Firmen für dieses fabelhafte Angelboot im Gesamtwert von 17.500 Euro. Zuschauer, die sich für das komplette Regelwerk interessieren, finden einen Link in der Videobeschreibung. Das Los hat ergeben, dass Enrico, Herbert und Jasmin am ersten Tag in Zone A, Daniel, Julot und Salah zunächst in Zone B angeln. Los geht's! Guten Morgen, liebe YPC-Zuschauer und Zuschauerinnen und diverse, man weiß es nicht. Tja, es geht also los. Gruppe B, für mich Zone A heute. Es ist 6.30 Uhr. Der Plan für heute steht. Das bedeutet, ich habe eigentlich nur 2 Spots.
Diese beiden Spots sind aber abhängig voneinander. Das heißt, wenn der erste funktioniert, dann werde ich den zweiten angeln. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Viel Spaß beim Zusehen. YPC 2020 bei Hecht und Barsch. So, ich werde jetzt erstmal mit einem etwas größeren Gummifisch beginnen. Allerdings ist der hier zu schwer. Deswegen kommt der mal zurück. Und ich nehme hier den Headlight in der schlanken Version, weil ich hier vielleicht morgens auch mit einem Zander rechnen kann. Es bleibt jetzt mal abzuwarten. So, das wäre dann die Zanderroute bzw. die Jigroute, die vielleicht auch ein Hecht produzieren kann. Und die Barschroute montiere ich auch sofort, damit ich gleich fliegend wechseln kann. Da kommt ein Jigspinner dran. Übrigens danke an Birger an dieser Stelle, der mir dieses fantastische Ding gegeben hat. Ich weiß, viele von euch denken, im Winter Jigspinner und so funktioniert nicht. Funktioniert. Ich hoffe, die Fische beißen und ich hoffe, die beißen jetzt. Mein erster Wurf für heute. Drückt mir die Daumen, Leute. Enrico macht seine ersten Würfe. Da kommt der zweite Angler an seiner ersten Stelle an. Er hat für seinen ersten Spot in Zone B eine lange Anfahrt in Kauf genommen. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt am Spot angekommen. Es ist schon 7 Uhr. Schon steht sehr viele Angler jetzt schon am Spot. Morgen. Das ist ein sehr bekannter Spot. Ich hoffe, hier einen Barsch zu finden. Ich bin 2 Stunden hier hingefahren, um einen Barsch zu finden. Und hoffentlich wird das ja auch klappen. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Barsche, die hier rumschwimmen. Man braucht ein bisschen Glück, einfach einen zu erwischen. Nun ist auch Jasmin bereit für ihren ersten Wurf. Sie fischt zunächst an einem Großgewässer. Guten Morgen, wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Ich bin ganz zuversichtlich, das Wetter hat sich um einiges gebessert. Wir haben deutlich weniger Wind als die letzten Tage. Da drüben liegt mein Spot, da ist ein kleines Plateau und genau da werde ich jetzt auch mal anfangen. So, erster Wurf des Tages, mal gucken, was kommt. Die Zeit hat begonnen. Ich fange heute mit dem Zander an. Ich bin ja in Zone A eingeteilt und das habe ich mir klar für den Zander quasi zurechtgelegt. Ich werde mal schauen, ich jig jetzt hier mit 21 Gramm und die letzten Tage hat der Spot tatsächlich immer, wenn ich hier gewesen bin, auch Fisch gebracht. Hoffen wir, dass es heute auch so klappt. Jetzt. Ich hoffe. Jetzt. Jetzt, Baby. Yes, yes, yes. So. Der Traumstart, den ich erhofft habe, Leute. Richtig, richtig geil. Erster Barsch. Schön auf der Crow aufgegangen. Ich überrascht geregt. Richtig, richtig nice. Wir werden ihn ganz kurz mal messen und dann müssen wir ihn schnell mal wieder loslassen. Guck mal, genau. 34. 35 sogar? Moment. Ja, 35. Wird aufgerundet. So Leute, da haben wir ihn und der Barsch ist auch schnell wieder zurück. Wir haben ihn gemessen, 35 cm, richtig geil. Puh, ich bin echt happy. Fisch. Oh. Leute, es läuft. Auf und an. Nächster Fisch auf dem Crow. Richtig geil. Wir werden ihn wieder schnell messen und wieder rein. Ja, 36 dieses Mal. So Leute, da haben wir ihn. Diesmal 36.
kleine Verbesserung. Richtig, richtig geil. Ich bin extrem happy. Plan geht auf. Und ja, ich würde sagen, weitermachen. Richtig schön. Ja, Mann. Ein absoluter Traumstart für Daniel. Die beiden Barsche bringen ihm 70 und 72 Punkte und natürlich auch die Führung. Während er versucht, einen dritten Fisch nachzulegen, schickt sich ein vierter Angler an, ins Geschehen einzugreifen. Also guten Morgen, es ist wieder soweit. Wir haben jetzt sehr schwierige Bedingungen in Holland und darum habe ich mich jetzt entschlossen, dass ich wieder zu dem gleichen Spot wie letztes Jahr gewesen bin, hingehe, weil man doch da das beste Gefühl hat, auch wenn die Bedingungen echt anders da sind und scheiße sind, geht man lieber dann wieder zu einem Spot, den wo man gut kennt und wo man auch das richtige Vertrauen drauf haben und hoffentlich lässt mich der Platz nicht im Stich. Und jetzt habe ich gerade noch aus unserer WhatsApp-Gruppe erfahren, Daniel hat schon 2 Barsche. Naja, ist schön für ihn, aber ja, schauen wir mal, was er sonst noch fängt oder was die anderen noch fangen. Ich werde jetzt mit relativ viel Angeln vorgehen, weil es gibt da vorne kein Zurück mehr. Jetzt ein bisschen Hochwasser drüber. Ich nehme auf alle Fälle für Barsch Zanderhecht mit. Yeah, in the store, in the store, on the corner of my road, on my road. I should have took the boat, to the boat, yeah, I could have took the boat, yeah, I could have took it. Yeah, I'll be in a fuss, all my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah. Always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Now they really calling up my phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. I don't wanna feel so alone. I made a couple bands on my own. Now all they wanna do is pay for it. Krass. Normalerweise der Vogel meiden auch ein bisschen da angeln, aber man merkt, dass es gibt so viele Fische hier, dass es der Vogel auch scheißegal ist. Und die sind ja überall, obwohl die Schnüre fliegen ja überall. Ist die doch egal. Einfach zu viel Futterfisch. Das kann man nicht nein sagen. Ich probiere mal eine Skirted Jig und eine kleine Curve hier hinten rauf und sehen, ob das Unterschied macht. Obwohl ich muss sagen, am Anfang, wie es gelaufen ist, das war jetzt nicht schlecht. Ich würde nur das kurz probieren. War es gerade jetzt eine kleine Beißflaute. Da war gerade der erste Biss. Leider nicht bekommen. Ich werfe da gleich nochmal hin. Oh oh, der hing an den Steinen gerade. Oh, geil! Richtig geil! Erster Zander. Angekommen, halbe Stunde gefischt. Das nimmt, ist kein großer Fisch, aber nimmt mir gerade wirklich einen extrem enormen Druck raus. Geil! Der Plan ist auf jeden Fall aufgegangen. Die letzten Tage kam hier immer Fisch. Manchmal erst nach einer Stunde, manchmal nach eineinhalb. Jetzt nach irgendwie gefühlt 3 Stunden, aber es war erst eine halbe Stunde vielleicht, auf den Longshed in Mahi Mahi. Richtig cool. Und vorsichtig, hing am Stinger. Was sind das denn? 56. Hier vorne ist auch alles okay, Fisch liegt an. 56 cm. Oh, yes. Geil, weiter geht's. Auch für Jasmin beginnt der Tag wie erhofft. Den Zielfisch in guter Größe erwischt, das sollte Selbstvertrauen geben. Sie reiht sich mit 72,8 Punkten hinter Daniel auf Platz 2 ein. Wie läuft es eigentlich bei Enrico? Okay, ein sehr, sehr kleiner Hecht. Aber erster Wurf mit dem Platypus, also ich habe geswitcht auf
auf den Platypus kam sofort der Fisch. Also manchmal stehen die Fische halt auch eher im Mittelwasser. Und jetzt erster Wurf mit dem Platypus, der Hecht. Okay, der Bann ist gebrochen, zumindest was den Schneider angeht. Oh, geil, Mann. 48. Ist genau auf der 5. Man soll die Dinger nicht heraufbeschwören, aber manchmal kann einem so einer den Arsch retten. Deswegen, wer weiß, wozu dieser wundervolle Fisch noch am Ende gut ist. Ich bin etwas erleichtert, auch wenn es nur ein kleiner Hecht war, in Anführungsstrichen, aber sehr gut. Die ersten Punkte für den Westin-Mann. 48 Punkte bedeuten vorübergehend Platz 3. Auch wenn der Fisch nicht riesig ist, wundert es nicht, dass Enrico dem Erfolgsköder erstmal weiterhin das Vertrauen schenkt. So, er mutiert zu einem meiner Lieblings-Hardbaits tatsächlich, der Platypus SR, also der Shallow Runner. Dieser kleineren Tauchschaufel, den gibt es auch als Deep Runner, aber der hat sich als absolute Twitch-Waffe entpuppt. Hier kann man sehr, sehr viele Kratz- und Bissspuren schon drauf sehen. Aber nicht nur Hechte finden den gut, sondern auch Barsche, muss man sagen. Von daher mal gucken, ob vielleicht die Barsche auch ein bisschen aktiver im Mittelwasser sind jetzt noch früh morgens. Und ansonsten wechsle ich dann nachher nochmal den Köder. Aber das hier, Platypus SR, ein saugeiler Köder. Ja, wie ihr sehen konntet, führe ich die Route ganz eigenartig, also normalerweise twitcht man ja viel mit der Baitcaster. Dadurch, dass ich aber nicht allzu viele Routen mit ans Wasser schleppen will und hier so eine Allround-Route mit der 14 bis 49 Gramm Power-Tees habe, muss ich das halt mit der Stationärrolle machen. Das geht aber trotzdem sehr gut. Ich mache eigentlich nichts anderes, als den zu twitchen. Das heißt, ich bewege die Spitze auf Zug, als wenn ich einen Jig mache, manchmal nach oben oder zur Seite. Je höher die Routenspitze ist, desto höher kommt dann auch der Wobbler. Je tiefer ich die Rutenspitze halte, desto tiefer kommt der Wobbler. Was man alternativ machen kann, ist ihn natürlich dann auch mal stehen lassen, auch mal ein bisschen länger stehen lassen. Also diese Pausen sind sehr wichtig. Wenn ich weiter draußen bin, dadurch, dass das ein Flachläufer ist, kann ich auch 3, 4, 5 schnelle Kurbelumdrehungen machen, damit der Wobbler ein bisschen auf Tiefe kommt und dann anfangen zu twitchen. Insofern kann ich halt draußen auch schon ein bisschen tiefer beginnen. Weil hier ist es halt eben auch so, dass es draußen tiefer ist als am Rand. Manchmal hat man ja so Senken und dann wieder ein Plateau oder sowas. Da würde sich dann anbieten, den Wobbler nicht einzukurbeln, sondern direkt mit dem Twitchen zu beginnen. Aber hier mit den tiefen Stellen ist es halt manchmal so, dass man dann dementsprechend auch durch ein paar schnelle Kurbelumdrehungen den Wobbler erstmal auf Tiefe bringt und dann dementsprechend anfängt, diese Twitcherei zu machen. Das kann man, wie gesagt, zur Seite oder nach oben machen. Nach oben hat der Wobbler, also wenn man das so macht, hat der Wobbler noch mal ein bisschen mehr Wasserwiderstand. Das heißt, dieser Wasserwiderstand sorgt auch dafür, dass er noch stärker ausbricht, als wenn ich es zur Seite nach unten mache. Ne? Wieder zu der Original Crow, das sich gestartet hat, weil der hat sofort besser gebracht. Und ich muss sagen, in den letzten paar Minuten oder letzte 20 Minuten war ruhig. Der erste 10 war ganz gut. Oh, der hat bestimmt 30. Wir werden jetzt gleich, messen. Der ist ein bisschen kleiner vom Gefühl her. Vielleicht 32 oder so. 31, 32. Werden wir jetzt mal sehen. So, doch 33. Daniel kann seine Führung ausbauen. 33 cm sind 66 Punkte. Der Afrikaner steht jetzt schon bei 208 Zählern. Doch auch die Konkurrenz fischt weiter hochkonzentriert. Ja. Ja, Fisch. Nice. Nicht um den Teller rum, bitte. Kleiner Zander wieder.
Yes, sehr geil. Zweiter Zander, mega. Hätte ich ja nicht erwartet, dass es so gut läuft, aber ich freue mich. Bisschen chaotisch hier bei mir immer. Und dann hat er 47 cm. Nächster Wertungsfisch für die Anglerin aus dem Iron Claw Team. Die Angler müssen ihre Fische umgehend melden. Daher weiß auch der Vizemeister, der sich gerade selbst über einen Fehlbiss ärgern muss, dass Daniel und Jasmin einen guten Start hingelegt haben. Jetzt in der Gruppe hat sie wieder was getan. Jasmin hat auch schon zwei Zander gefangen. Petri Heil. Ja, gerade eben nach dem ersten Zander habe ich natürlich einmal aufs Handy geschaut, um die Fische in unsere interne Gruppe zu stellen, um die anderen natürlich auch auf dem Laufenden zu halten. Und habe gesehen, dass Daniel schon Barsche gefangen hat und habe auch gesehen, dass schon ein Hecht gefangen wurde. Jetzt habe ich selber schon zwei Zander und freue mich natürlich darüber. Bis jetzt bringt es mich nicht aus der Ruhe, aber schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Das ist ein Barsch. Und was für einer. Gerade nur steigt mir los, Jungs. Yes! Yes! Das ist der scheiß Barsch, den ich wollte, Mann. Oh, ist schon ausgehakt. Ich werd irre, Leute. Ich werd irre. Was für eine Murmel. Ich bin fix und fertig. Fix und fertig. Leute, 48 cm. Ich drehe komplett am Rad. Das ist es. Guckt euch diesen Fisch an. Ich bin total überwältigt. Guckt euch das an. Zum Platzen dick das Ding. Und ich bin so happy, dass ich den releasen kann und der zurückschwimmen kann, dahin, wo er hingehört. Das dürfen wir nämlich hier und da bin ich sehr froh drum. Unfassbar, ich dreh am Rad. 48er Barsch, ey. Mein Tagesziel ist damit fast erledigt, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch viele Stunden Zeit. Vielleicht fange ich ja noch ein. Ich will es gar nicht sagen. Alles richtig gemacht. Spot, Technik und Köder scheinen gepasst zu haben. Und Enrico kann einen Barsch fangen, von dem jeder Raubfischangler träumt. 48 cm, der beste Barsch im bisherigen Turnier und satte 96 Punkte für Enrico, der damit den zweiten Platz übernimmt. Jetzt hat gerade wieder erfahren, Enrico hat einen 48er Barsch gefangen. Du Ratte! Jetzt sind natürlich schon ein paar schöne Fische gefangen worden. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gefischt, habe leider einen Kontakt versäbelt. Aber ich mache jetzt so weiter, wie ich geplant habe, bis um 11 Uhr. Und vielleicht dann wechselt ihr einen anderen Platz. Aber
vorerst bleibt die Taktik stehen. Du coup, c'est le premier jour. Aujourd'hui, on va en zone B. Je souhaite pêcher un peu plus tard. Je me suis pas levé trop tôt. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir les premiers résultats des autres compétiteurs. Il y a du très beau poisson qui a été fait par 3 personnes pour l'instant. Donc la pression, elle est là. Ne connaissant pas trop les spots ni le pays, ça va être vraiment compliqué. Mais voilà, il y a déjà une pression supplémentaire puisqu'il y a des jolis poissons qui ont été faits. Donc on va voir. Aujourd'hui, on va essayer principalement d'attraper du brochet. Et ensuite, on avisera en fonction des résultats des autres aussi. Et en fonction de la météo, en fonction de plein de paramètres. Mais c'est vrai que là, la pression, elle est déjà à fond. So Leute, ich probiere jetzt tatsächlich eine deutlich größere Köder. Aber ehrlich gesagt, diese Barsche kann so eine Köder einfach essen. Das ist überhaupt kein Problem. Wahnsinn, der Köder sinkt langsamer wegen dem Weißfisch. Also du merkst, wie das wirklich kommt kaum unten. Oh, yes. So, direkt haben wir größere Köder. Oh, direkt haben wir größere Köder. Wahnsinn. Wird ihr sehen, regulär gebissen hier, Leute. Wo ist meine Schnur? Da. Regulär gebissen. Ja, du möchtest größere Brassen, größere Köder. Kleiner Tipp für zu Hause. Auf jeden Fall ein starker Fisch. Ich gehe von einem Hecht aus. Ja, ist ein gehackter Hecht. Alter! Nee, ist ein Zander, Alter. Bist du irre? Das gibt's doch gar nicht. Leute. Ich könnte kotzen, ey. Oh, bitte nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht, oder? So einen bräuchte ich. Aber leider gehakt. Ich könnte kotzen, ey. Alter, das ist ein richtig guter Fisch. 70 plus. Toller Fisch. Wahnsinn. Aber ihr seht, es gibt hier auch Zander. Ich glaube, der Plan für heute steht fast. Ich denke, wir bleiben hier. Aber mal sehen, das mache ich tatsächlich ein bisschen davon abhängig, was hier heute noch so alles passiert. Also es kann natürlich sein, dass die Zander sehr, sehr passiv sind, was sie eigentlich tagsüber bei dem klaren Wasser auch sind. Das ist wirklich so. Aber ja, keine Ahnung. Also auch der Fisch hat jetzt natürlich ein bisschen Unruhe in den Spot gebracht. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, ob ich vielleicht 5 Minuten Pause mache. Haken sind auf jeden Fall noch scharf, das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich mache mal so 2 Minuten Pause oder ich gehe mal ein paar Meter weiter und mache ein paar Würfe von da und komme dann gleich hier wieder hin. Also diese Strecken hier sind eigentlich alle gleich. Also man hat hier eine Steinpackung, die geht, ja, ich sag mal so 5, 6 Meter rein und dann ist unten der Fuß der Kante. Also die geht relativ steil, die macht so einen Knick und unten ist der Fuß der Kante und eigentlich die komplette Kante kann man Fisch fangen. Also
Ah, das ist jetzt natürlich, boah, wenn du den fängst, ey. Oh, Leute. Hau ab. Man darf 8 Stunden ab der ersten Wurf. Also ich habe um 7 angefangen. Also um 15 Uhr ist bei mir vorbei. Aber das heißt, wenn ich denn bin so um 10 am Spot, dann habe 5 Stunden auf Zander. So, Fabio, danke dir, jetzt hast du einen großen. Super. Danke dir. Ja, Jungs, Thema, ne? Danke euch. Vielen danke, Dank noch, vielen Dank. Ja. Danke, dass ich bei euch stehen könnte auch. Ja, gar kein Thema. Puh, was für ein Start. Wir sind jetzt fertig, haben tatsächlich 1,5 Stunden bis jetzt geangelt. Da ging der Plan sehr, sehr gut auf. Wollte ein paar Barsche fangen, habe jetzt 3 Barsche in der Wertung. Ich hoffe tatsächlich, dass ich einen oder anderen verbessern kann, aber immerhin habe ich jetzt auf jeden Fall 3 Barsche. Hoffentlich kann ich nur der beste von die 3 benutzen. Und jetzt geht es zum nächsten Spot. Jetzt würde ich zum Zander-Spot fahren und schauen wir mal, wie es da läuft. Ich hoffe auf 1 Zander und dann der Rest der Hechte. Aber wer weiß, ich meine, ich habe jetzt tatsächlich relativ früh hier gestoppt bei der Barsch-Spot. Und wird sehr viel Zeit an der Zander-Spot haben. Hoffentlich klappt es auch so wie bei der Barsch-Spot. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist ein guter Start. Weiter geht's. Barsch. Glaube ich auf jeden Fall. Kann auch ein Hecht sein. Schüttelt sich so komisch. Ist ein Barsch, ist ein Barsch, ist ein Barsch. Nicht aussteigen, nicht aussteigen, nicht aussteigen, nicht aussteigen, nicht aussteigen. Ich hab ihn, ich hab ihn. So, und dann sagt mal einer, Jigspinner funktioniert im Winter nicht und Stahlvorfach funktioniert auch nicht. Funktioniert. Alter Schwede, ey, so langsam ist es unheimlich. Unheimlich schön. An dieser Stelle muss ich mich bei Birger Domeyer bedanken für diesen unfassbaren Köder hier. Der hat mir nämlich schon richtig, richtig viele fantastische Fische beschert. Und da ist der nächste Barsch. Besser hätte es heute nicht laufen können. Den messen wir schnell und dann kommt er zurück. 49. Ist genau an der 5er-Linie. Was für eine Murmel. Yes. Was für ein fantastischer Fisch. Guckt euch diese Dinger an. Unglaublich. Und auch der, ich bin so happy. Kommt zurück dahin, wo er hingehört. Ins Wasser. YPC-Rekord eingestellt. Ein 49 cm langer Barsch. Enrico zieht mit dem bisherigen Rekordhalter Herbert Ziereis gleich. Doch was viel wichtiger ist, natürlich ist auch dieser Fisch auch richtig wichtig für die Wertung. 98 Punkte. Damit setzt sich der Mindener an die Spitze der Gruppe B und erhöht den Druck auf die Konkurrenz. Ja, Leute, also ich hätte gedacht, dass es irgendwie klappt heute mit dem Barsch. Aber erstens hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Und zweitens auch nicht, dass es so gut klappt mit
48 und 49, was natürlich eine unfassbare Ausgangsposition ist. Zumal ich ja den Hecht auch schon habe. Und ich in Anführungsstrichen sagen wir wohlgemerkt, ja nur noch 3 Zander brauche, damit ich 6 Fische voll kriege. Eventuell muss ich aber gucken, dass ich hier vielleicht noch einen Fisch fange. Also ich denke, ich werde den Spot heute nicht verlassen. Dass es immer wieder diese Beißphasen gibt, muss ich mal schauen. Enrico, schreibe mal den Platz bitte in die WhatsApp-Gruppe. Petri Heil, ich fange jetzt auch so einen blöden Barsch. Also, ich bin mir auch nicht einmal sicher bei meinen Fischen. Also, Hecht waren es keine, die Kontakte. Naja. Wo ist die Mami mit 1,20 Meter? Fischmäßig ist schon richtig was los in der Gruppe und 2 Angler haben noch nicht einmal angefangen zu fischen. Donc on vient d'arriver sur le spot, donc on va rechercher le brochet. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques lancers le long là, des herbes, des roseaux, et on va voir si ça répond pas de suite, on va vite bouger. L'avantage avec cette pêche, c'est que c'est vraiment très itinérant. On va chercher du poisson qui est là, qui est actif. Ça sert à rien d'insister sur les postes. Donc là, voilà, quelques lancers en parallèle. Des herbes et ensuite on avancera un petit peu dans les polders entre les maisons et on va voir s'il y a du poisson actif. Let's go! C'est parti pour le premier lancer du YouTube Predator Cup 2020. Va chercher poisson! Ja, erster Tag, YPC. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit, ich schaue mir jetzt die erste Stelle an. Natürlich hier ist sehr wichtig, wie der Wind steht. Das ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt 2 Spots nah beieinander und der Wind kommt gerade noch 2 Stunden ungefähr aus Südost. Da wäre eigentlich hier günstig. Aber der Plan war erst an die andere Stelle, das ist so eine Art Seeeinfahrt und dann später hier ein bisschen länger bleiben. Ja, das sieht man erst vor Ort. Ich mache mir ein bisschen Gedanken. Ja, ich habe ja ein paar Minuten, ich habe hier gutes Gefühl und ich nutze einfach jetzt die Zeit. Ich fahre doch ein paar Kilometer weiter, sind eigentlich 2 Kilometer weiter und schaue ich mir das auch an. Wir haben momentan ein bisschen Hochwasser, nicht dass innerhalb der paar Stunden ich gar nicht mehr hinkomme. Deswegen nutze ich die Zeit und es ist im Auto auch ein bisschen wärmer, kommt man auch ein bisschen runter und dann liegen wir gleich los. Chauffeur, bitteschön. So really exciting new this year for Berkeley is the Sneak Shad. Sneak Shad is a power bait centered soft bait with a nice paddle tail that moves on the lower speed, so you can really fish this with a very light jig head. Comes in 3 different sizes, the 11 centimeter, 8 centimeter and 5 centimeter. 10 different beautiful catching colors, really lifelike action and a really beautiful shape in the water. So go check them out. Exklusiv, limitiert und ab sofort im Onlineshop von hecht-und-barsch.de erhältlich. Die 3 erfolgreichsten YPC-Angler der ersten beiden Staffeln haben jeweils eine Finest Selection zusammengestellt. Tobias Eckwalds beste Barschköder, Herbert Ziereis erfolgreichste Waffen zum Spinnangeln auf Hecht und Dustin Schönes Lieblingszanderköder bekommt ihr jetzt in einer edlen Box zum absoluten Vorteilspreis. So Leute, ihr merkt, ich bin relativ ruhig tatsächlich. Ich mache nicht so eine Hektik. Ich habe gesehen, momentan steht keiner an der Stelle, wo ich hin will. Hoffe, dass das so bleibt die nächsten 5 Minuten. Und ich bin früher her als geplant. Das ist sehr gut.
Man weiß nie, wie lange man braucht jetzt natürlich, um einen Zander zu fangen. Ich brauche unbedingt einen Zander hier. Das ist mein Zander-Spot. Vielen Dank an Tobi, der gute Mann aus Schweden. Schwedische Angler sind the best. Er hat mir diesen Spot gegeben. Ich kann nicht sagen, ich habe ihm irgendwelche geile Spots gegeben, das wäre nicht mal wahr. Wir sind einfach befreundet nach ein paar Jahren jetzt mittlerweile. Und es ist einfach so, dass man tauscht sich schon ein bisschen aus mit den Leuten, mit wem man befreundet ist. Und man kriegt ein paar Infos. Und die Spot hier hat Tobi mir gesagt, der brennt, hier muss ich hin, um Sander zu fangen. Und ich hoffe sehr, dass er recht hat. Das ist natürlich eine Sache, wenn der Schwede Sander hier fangen kann. Er kann einen Zander auch aus seinem Swimmingpool fangen. Ich hoffe, dass der Afrikaner das auch irgendwo hinkriegen kann. Also tatsächlich ein bisschen früh gefreut. Ich habe gesehen, jemand hat sein Boot da reingelassen. Aber er angelt jetzt auch tatsächlich direkt hier. Nicht schlimm, ich würde an ihm vorbeiwerfen. Aber man braucht ja nicht einen Kajak reinzutun, wenn man vorhat, die ganze Zeit hier zu bleiben, glaube ich. Dann könnte man hier direkt einfach angeln. Oder? Hier kann man sich, glaube ich, erstmal bequem machen. Hier werden wir eine Weile bleiben. Ja, Leute, ich habe mich doch spontan umentschieden, es doch auf eine andere Fischart zu probieren, und zwar auf den Zander jetzt. Hechte, das kommt darauf an, wie das jetzt läuft. Also wir haben ja jetzt noch knapp 5 Stunden Zeit oder 4,5 Stunden Zeit. Ich werde jetzt 2 Stunden auf Zander angeln und vielleicht nachher nochmal wiederkommen hierhin und gucken, ob ich vielleicht noch einen Barsch kriege. Aber jetzt geht es erstmal auf Zander, weil im HD habe ich sagen, hören, geil, eine Hummel, da war sie schon wieder. Im HD habe ich gehört, sollen die Zander ganz gut laufen, und da fahre ich jetzt hin, weil wenn ich die zweite Fischart heute... Also, ich habe ja schon 2 Fischarten, Hecht und Barsch, aber wenn ich eine dritte Fischart, sprich vielleicht einen Zander mit 1 oder 2 Stück schon mal vorlegen kann für morgen, ist das eine sehr gute Ausgangsposition, und das versuche ich jetzt. Ich bin ein bisschen in Eile, wir legen los. Bis dann. Leider hat der erste Platz wieder nicht gekaut. Irgendwie habe ich da die Fehlbissseuche. Jetzt habe ich 3 Kontakte gehabt, habe aber leider keinen Fisch nicht gefangen. Ich muss halt auf alle Fälle einen Zander fangen. Oder mehrere, am besten mehrere. Und vielleicht, wenn ich Glück habe, am Barsch. Ich bleibe jetzt nur 1/2 Stunde an den Spot und dann wechsle ich den Platz. C'est très excitant. J'ai pas l'habitude de faire des compétitions et encore moins avec des champions comme il peut y avoir là. Donc je vais faire de mon mieux. Mais ça va pas être facile. Les pré-fishing ont été compliqués. Donc on va aller sur les endroits qui ont un petit peu marché, là où on a réussi à trouver des éléments. Et on commence ici où on a fait du brochet lors du pré-fishing. Et après on va rapidement bouger. C'est ça qui est important, c'est qu'il y a de l'eau partout aux Pays-Bas, donc on peut pêcher partout. Et c'est ça qui va être intéressant, et on va changer un petit peu les leurres, on va évoluer. On va faire en fonction des informations qu'on va avoir au cours de la pêche. Et en l'occurrence, je préfère commencer avec un leurre de power fishing, une pêche active. On va rechercher dans un premier temps les poissons qui sont actifs. Et après on verra, on grattera un peu plus pour essayer de faire sortir les poissons un peu plus léthargiques. Donc là on va commencer avec des leurres à palette, chatterbait, spinnerbait. Et on verra si on passe sur du shad en suivant, on va voir. Altbekannter Spot für viele von euch, die schon bereits den YouTube Predator Cup gesehen haben. Ich lege jetzt los, ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, dass was geht. Ey. Das ist natürlich die große Frage, welche Farbe und so weiter und so fort, aber ich glaube, ich weiß, was ich angel. Diesen fantastischen Köder hier angel ich. Shaddies in 12 und dann können wir loslegen. Und ich hoffe wirklich, dass was geht. Fisch.
So Leute, das hat nicht lange gedauert. Das hat wirklich nicht lange gedauert. Da haben wir die erste Zetti. Richtig geil. Plan geht auf. Plan geht auf. Ja, richtig geil. Daniel holt sich die Führung zurück. Ein 52er Zander bringt ihm 67,6 Punkte. Er zieht mit seinem vierten Fisch des Tages also an Enrico vorbei. Hab gerade eben die Zwischenstände erfahren. Und Enrico hat natürlich, wie ich erwartet habe, super losgelegt. Hat einen 48er Barsch und einen 49er Barsch. Und glaube ich, einen 50er Hecht. Der wird bestimmt rausfahren aus seiner Wertung irgendwann. Aber er hat auf jeden Fall einen 48er und 49er Barsch. Also Wahnsinn. Beide fast 100 Punkte. Und Jasmin, glaube ich, hat zwei oder drei Zander. Das heißt, dass die beiden haben auch sehr gut gestartet. Ich selber habe auch tatsächlich gut gestartet mit drei Barsch und einem Zander jetzt. Und wir drei machen das Rennen momentan. Aber es ist natürlich extrem, extrem früh. Ich weiß nicht mal, ehrlich gesagt, ob alle überhaupt am Angel sind. Ich weiß nicht, wenn alle gestartet hat heute. Jeder hat 8 Stunden zum Angel ab dem ersten Wurf. Ich habe sehr früh gestartet, also um 7 den ersten Wurf gemacht. Tatsächlich um 4 aufgestanden, um 5 losgefahren. Aber wann der anderen gestartet hat, weiß ich nicht. Also es kann sein, manche haben nicht mal gestartet. Vielleicht sind wir nur zu dritt, die jetzt gerade Angel. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer mit Enrico. Ich meine, ganz ehrlich, Typ hat 2 Fische, die jetzt beide einen Meter auf der Skala bringen. Am Ende würde es mich nicht überraschen, wenn er über 500 Punkte hat am Ende. Ja, das Wasser ist auf jeden Fall ein bisschen klarer als sonst. Warum auch immer. Hoch ist er immer noch, aber klarer. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich glaube, Plan steht. Wir fangen drüben an, an die erste Stelle. Ich habe 2 Stunden ein bisschen weniger Wind und dann nach 2 Stunden spätestens, wenn da nichts geht, dann komme ich hier rüber und versuche ich Zander und Barsch. Also hier Zander und Barsch zu erwarten. Ich gebe auf jeden Fall alles. Also wir fahren jetzt auf Halifax Louis und vielleicht, weil der erste Spot nicht funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil man heute in der Früh eine Banane ins Auto gelegt hat, aber dass die Banane jetzt nicht mehr im Auto ist, deswegen ist es jetzt so. Vielleicht bringt es ja was. Fisch. So, kleine Tati. Schauen wir mal, ob der Maß hat. Hat Maß. 43. Ein kleiner Zander, doch auch der zählt. Schon der 5. Wertungsfisch. Daniel festigt seinen ersten Platz mit 331,5 Punkten. Doch er ist nicht der Einzige, dessen Spots heute gut funktionieren. Perfekt. Oh, endlich. Endlich wieder Fisch. Geil. Das sind dann 2,53, ne? Ne, 52 cm sind das. Sehr cool. Lohnt sich auf jeden Fall weiterzumachen, auch wenn mal eine Stunde nichts geht. Fisch ist da. Jasmin zeigt, dass mit ihr in dieser Gruppe absolut zu rechnen ist. Schon der 3. Zander auf ihrem Konto. Sie lauert weiterhin auf Platz 3.
Daniel, Enrico und Jasmin sind allesamt sehr gut ins Turnier gestartet, wobei sich Enrico mit seinen zwei Traumbarschen sicherlich die beste Ausgangsposition für die weiteren anderthalb Tage erarbeitet hat. Herbert ist noch etwas glücklos. Julot hat bisher wenig, Salah noch überhaupt nicht geangelt. Wie die zweite Tageshälfte gelaufen ist, seht ihr in der kommenden Woche hier. Einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr nicht, wer das Feld von hinten aufrollt. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Macht's gut! It's the money.